Oh mein Gott! Nein! Nein, 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 nein! Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite hier auf meinem Channel. Leute, eine neue Season ist gestartet und deswegen habe ich nur eine Bitte an euch. Falls ihr euch den Battle Pass kauft, nutzt einen Creator Code. Egal, ob es meiner ist oder von irgendjemand anderen, nutzt diesen Creator Code. Meiner ist Creator Code Fix, wie man unschwer erkennen kann, steht hier unten in der Ecke. Ich würde mich mega über euren Support freuen, wenn ihr den Creator Code Fix benutzt. Auf jeden Fall seht ihr heute meine allererste Runde Fortnite in der neuen Season. Meine allererste Solo-Runde. Ob ich die gewonnen habe oder nicht, ist natürlich safe, erfahrt ihr in dem Video. Ich habe auch eine lustige Theorie aufgestellt, ja, schreibt mir dazu mal was in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich laber nicht so lange rum, lasst ein Like da und let's go. Meine allererste Runde Fortnite in der neuen Season. Ich bin sehr gespannt. Leute, ich habe eine Theorie an alle, die dies hier auf YouTube sehen. Und zwar gibt es keinen Fortnite-Skin mit Nippeln. Deswegen sind wir im Livestream auf die Theorie gekommen, Fortnite-Skins einfach keine Säugetiere sind. Wir sind zur Theorie gekommen, dass Fortnite-Skins keine Säugetiere sind, sondern Eier legen. Falls ihr weitere Beweise dazu findet, schreibt es mir in die Kommentare rein. Aber ich bin mir zu 99,9% sicher, dass Fortnite-Skins keine Säugetiere sind, sondern Eier legen. Denn wir haben auch verschiedene Hühner, die gerade frisch geschlüpft sind. Welche neue, frisch geborene Fortnite-Skins sind. So ein Ding nämlich. Nee, Spaß beiseite. Leute, wir zocken heute die allererste Runde Fortnite in der neuen Season. Ich bin sehr gespannt. Junge, was... Als ob ich direkt die neue Pump finde. Yo, wie schaut das Inventar aus? What? Ich muss sagen, das Orange finde ich eigentlich ziemlich cool. Schaut ziemlich nice aus. Gefällt mir besser als der Sand. Alter, was sind hier für Türme, Junge? Oh, da oben ist ein Shotgun drauf. Hoffentlich landet da niemand. Natürlich landet da jemand drauf. What the fuck ist das mit deiner Waffe los? What? Junge, ich habe ihm so viel Damage gemacht. Aber ich check gar nichts mehr. For real. Sind hier Bots? Hier sind, glaube ich, irgendwelche Bots am Start. Gibt's kein First Shot Accuracy mehr? Holy shit. Joel, ey, Grüße gehen raus, Bro. Oh, da ist ein Medkit. Gibt's kein First Shot Accuracy mehr? Die Waffen sind aus Rettet die Welt. What? Ey, aber wir haben keine... Junge, wir haben keine First Shot Accuracy mehr. Bis jetzt mit noch gar keiner Waffe. Schaut crazy aus. Yo. Was ist hier los, Alter? Ach, das ist gar keine Pump? Was sind das für Waffen, Junge? Mit der auch nicht. Okay, anscheinend gibt es wirklich keine First Shot Accuracy mehr. Crazy, Mann. Das heißt, man muss sich ein bisschen umstellen. Lul. Stirb! Hä? What? Chill, Bro! What the fuck? Was war das für eine Kugel? Alter, ich check gar nichts mehr. Komplett neues Spiel für mich gerade, ne? Absolut neues Spiel für mich. Nice one. Soll ich die Pistole behalten? Wusste ich, wie viel Schaden die macht, Mann? Ganz ehrlich? Ja, wow, habt ihr keine Zahlen mehr, oder was? Okay, dann scheiß auf die Pistole. Ich nehme den Bogen mit. Ich bin Robin Hood, sein Vater, Leute. So ein Ding nämlich. Ciao. Boah, was sage ich? Robin Hood, sein Vater. Fix Hood. Fix Hood ist am Start. Hey Leute, ich sage ja, ich bin sein Vater. Ich bin schon ein bisschen älter und sehe nicht mehr so gut. Deswegen treffe ich nicht so viel. Nur damit wir das klarstellen. Nicht, dass ihr denkt, dass ich sehr gut treffe, weil ich Robin Hood sein Vater bin. Ich bin Robin Hood sein alter Vater. So ein Ding nämlich. Ey, aber gibt es wirklich keine Waffe mehr mit First Shot Accuracy, Chat? Und was ist eigentlich das hier? Wo bekomme ich diese... Oh mein Gott. Lol. Wo bekomme ich denn das her? Damit kannst du Waffen bauen von Knochen. Ah, okay, ich verändere diese Shotgun dann. Ah, davon habe ich eins. Junge, what the fuck, dude? Wo gibt's Knochen, Chat? Tiere? Muss ich Tiere schlachten? Muss ich meinen Chicken Nuggets schlachten oder was, damit ich Knochen bekomme? Richtig ehrenlos von Fortnite, weißt du? Was, wenn ich Veganer bin? Hä? Ganz ehrlich, was, wenn ich Veganer bin? Ich will doch keine Tiere schlachten. Die Tiere haben gar nichts gemacht, die Chicken Nuggets haben überhaupt nichts gemacht, so ein Ding nämlich. Ehrenlos von Fortnite, weißt du? Wollen die einfach meine Chicken Nuggets, dass ich meine Chicken Nuggets schlachte? Ich lieb die doch, kann man doch nicht machen. Wölfe? Digga, Wölfe sind auch Tiere. Nur weil es Wölfe sind, sind das keine anderen, haben die doch keinen anderen Wert. Robin Hood, sein Vater, ist ready. Da ist einer drin. Hä? Ja, die Waffe ist so komisch. Oh, Shieldbreak.
Oh mein Gott, what the fuck? Holy shit. Wie stark ist bitte die Pump, Mann? Die Pump fetzt ja mal anders rein. Okay, den Bogen brauche ich nicht. Ich nehme mal die P90 oder MP mit. Kann ich die upgraden jetzt? Junge, ich hab Cash, Mann. Oh, welche soll ich nehmen? Magazingröße, mehr Schussrate, die hier. Yo! Oh, Spaß ist back. Let's go, Baby. Ich brauche zwei von den Dingern. Kann ich verschrotten? Konnte ich gerade die verschrotten? Nee. Ich muss Metall abbauen. Kommt es bei Metall raus, oder was? Bisschen Angst. Ich brauche eigentlich ein Lagerfeuer. Bei Autos. Autos abbauen? Okay, Chat. Ihr seid die Besten, Mann. Holy shit. Ja, okay. Gib mir die Knochen, kein Problem. Nehme ich gerne. Okay, warte. Ich muss ganz kurz mir Bannus reinhauen. Alter. Ey, ich habe welche bekommen. Lol, ich hab's nicht mal gemerkt. Junge, beste Season bis jetzt, ohne Scheiß. Also ich muss sagen, bis jetzt ist es ganz nice. Irgendwie hat so ein kleines OG-Feeling dabei, weil halt auch die Waffen wieder irgendwie anders sind. Du hast nicht mehr diese First-Shot-Accuracy, aber du hast halt die dicke One-Pump am Start. Das ist übel heftig. Und ja, ich würde gerne die Runde gewinnen, deswegen muss ich rein in die Zone, Alter. Level 3, Leute. Ich find's ein bisschen crazy, dass die ARs ein bisschen verändert wurden. Dadurch sind die nicht mehr so skill-lastig, sondern dadurch wird, glaube ich, viel mehr gesprayed. Und ich glaube, Controller-Player haben dadurch einen kleinen Vorteil. Ich glaube, das ist viel mehr Spray and Pray dann, ne? Ich frage mich nur, ob man irgendwie eine Scar oder sowas noch bekommen kann, welche diese First-Shot-Accuracy hat. Und ich habe noch keine Sniper gesehen, Chat. Hat irgendjemand von euch schon eine Sniper gesehen? Wenn die meine Sniper raus haben, dann bin ich schwer enttäuscht. Behält man die Ressourcen, die Knochen und sowas, über mehrere Runden? Das wäre dann eigentlich auch ganz geil, ne? Dann kann man immer heftig upgraden, wenn man die über mehrere Runden behalten würde. Nein, behält man nicht. Okay. Auch good to know. Ja, Leute, ich mache so Lagerfeuer. Und dann nehme ich den Bego mit. Anstatt die Impuls. Er denkt auch, er ist es. Oh mein Gott. Junge, wer fightet denn schon wieder alles gegen mich hier? Irgendwo über mir ist einer. Ja, chill, Bro. Digga, Mongral, sein Vater schon wieder. Oh, perfekt. Ich habe keine Meds. Ach, du bist so ein... Du... Oh mein Gott! Nein! Nein! Oh mein Gott! Weil ich beliebt habe. Kann ich das durchziehen? Junge, was ist da denn? Ein fucking Wildschwein? Ist da ernsthaft ein Wildschwein oder was? Junge, der hat aber richtig um sein Leben geschwitzt, ne? Schau mal, ich habe kein First Shot Accuracy mehr, deswegen kann ich die nicht mehr hitten da hinten. Ich glaube, es ist eine komplett neue Meta dadurch. Man muss sich komplett irgendwie neu umstellen. Du kannst nicht mehr so schöne Hits auf die Range drücken. Übrigens, falls ihr dieses Video hier auf YouTube seht, diese Runde, schreibt mir mal alle Änderungen, die ihr mitbekommen habt, in die Kommentare rein. Damit ich auf dem neuesten Stand bin. Damit ich weiß, was abgeht, falls ihr irgendwelche coolen geheimen Dinger kennt. Geheimen Tricks oder sowas. Ja, okay. Ja, perfekt. Man kennt's, Leute. Alter. Get wrecked. Kann ich jetzt mein Ding bekommen, bitte? Mein Airdrop? Oh, der hat wenigstens Mats für mich mitgebracht. Ach komm, der nächste.
Junge! Lass mich doch mal in Ruhe, Alter! Oh, let's go! Junge, er pusht mich so sehr! Junge, chill doch mal in der neuen Season ein bisschen! Ich will neue Sachen erkunden und so! Und dann kommt der damit! Weißt du? Jeder pusht mich, als ob es sein... GG's, Mann. Oh, meine Güte, 7 Kills. Hey Leute, wenn euch diese Runde gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Für mehr Fortnite-Videos abonniert diesen Channel. Und falls ihr mich unterstützen wollt, nutzt gerne den Supporter-Creator-Code Fix. Ich küsse eure Augen. Und Chat, ihr seid die Besten. Nur weil ihr beliebt, habe ich diese Runde geholt. Junge, ich habe 5-mal gedacht, ich bin tot. For real. Ich habe gerade 5-mal gedacht, das war's mit der Runde. Das war's komplett, habe ich mir gedacht. Das war absolut die Tutti Frutti. So ein Ding nämlich. Leute, wir schauen mal kurz, was der neue Gleiter noch ist. Welchen Gleiter wir bekommen in der neuen Season. Aha, aha. Oh, der neue Windgleiter. Schick. Schick. Kann man machen.